Ja, Leute, willkommen zu Pokémon Let's Go Pikachu. Wir stehen gegen Route 12 und haben uns mit einigen Anglern gekloppt. Und dieser Spaß geht gerade mal weiter. Eigentlich würde ich ja lieber mehr arbeiten, als hier die ganze Zeit dort zu angeln. Dann mach's doch. Was hält dich davon ab? Außer vielleicht die Frau zu Hause, weil du die gerade nicht sehen möchtest in einem Grund. Ah, Luis. Oh, ein Garados. Das Ding ist Flug zur Hälfte. Warum auch immer Garados Flug ist. Es ist halt so. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass Garados Rückenzacken so ein bisschen aussehen wie die von Godzilla? Ja, das ist jetzt hier alles nicht ganz so effektiv, aber was sollen wir sonst machen? Au. Ich kann mich heilen. Du auch? Ich will diesen Kampf gewinnen, Garados, du nicht. Ich werde den Kampf gewinnen. Fragezeichen. Irgendwie habe ich das Gefühl, es vielleicht doch nicht unbedingt. Oh Gott! Du Flor, du Monster! Was ein Glück, konnte ja keiner Eroas. Und jetzt kommt ein Carpador. Klar. Wieso Level 27 Carpador? So, da, Tackle. Ich wusste ja kein Tackle. Okay, das war süß. 2 KP Schaden. Das war traurig. Du bist echt die schlechten Eltern. Ja, du aber auch nicht. Dein Garados hat mir mächtig Probleme gemacht. Hut ab dafür. Der Fuchtler war gefährlich. Oh. Ja. Hi. Dein Partner-Pokémon ist aber knuffig. Lass mich gegen es kämpfen. Asnoi ist knuffig, aber warum willst du gegen es kämpfen? Astrainer Kevin, oder wenn man schon Kevin heißt. Nein, ist nur ein blödes Klischee. Wobei ich muss zugeben, ich kenne einen, oder kannte einen Kevin, der hat die Klischees halt wirklich wunderbar erfüllt. Das ist nicht mal ein Witz, das ist traurig, aber wahr. Aber ich glaube, solche Menschen muss es halt auch geben. Ich kenne auch Blondinen, die erfüllen jedes Klischee. Ob man da als stolz drauf sein sollte, weiß ich zwar nicht, aber... Es ist, wie es ist. Glut! Ha! Daneben! Bin mal gespannt, ob wir bis Prismania City noch irgendwie Level 36 für ihn rausschlagen können. Nur wenn wir trainieren. Ja, gut. Weißt du was? Bleib mal kurz draußen, Glutex. So, ich muss mir überlegen. Das ist nicht optimal, dass Duftflor nur noch 7 KP hat. Ist Boden gegen Gestein effektiv? Ich weiß es nicht. Das sind so Sachen, die ich mir nicht merke, weil ich es selten brauche. Dann wisst ihr was? Wir nutzen trotzdem mal Goku. Ich weiß, er wird jetzt getroffen. Aber das ist nicht so schlimm. Onix kann eigentlich nichts machen, was wirklich effektiv gegen ihn wäre. Abgesehen davon. Oh, wobei geht. Dann mach mal Schaufler und probier's einfach mal. Auch wenn du dich gerade selbst umbringst, weil du dich ins Wasser reinschaufelst, aber das macht ja nichts. Pokémon und Logik, wer braucht das schon? Logik. Ach, ne. Hab ich nicht recht. Scheiße, der trifft ja trotzdem. Ja, das ist sogar sehr effektiv. Bringt aber nicht allzu viel, wenn Erdbeben trotzdem weiter trifft, was sinnig ist, weil es ein Erdbeben ist, aber dennoch. Ha,
Alter! Meine armen Pokémon. Man darf sich eben nicht von einem süßen Äußeren täuschen lassen. Du hast nicht mal gegen Snowy gekämpft. Aber 5 Hyperbälle. Entschuldigung. 5 Hyperbälle finde ich sehr gut. Na, manchmal, ne? Ja, und hier Sense, weil. Relaxo. Das Pokémon schläft tief und fest. Und Snowy ist wieder begeistert von diesem Pokémon. Snowy ist von der schieren Größe des Pokémons schockiert. Ja. Jetzt dürfen wir laufen, wir haben noch kein Fliegen. Generell fehlen mir bislang noch die Special Attacks für Pikachu. Gab es die wirklich erst in Prismania City? Es kommt mir so spät vor. Du Texo, was? Hör auf, an den anderen rumzuschnuppern. Oder was auch immer du tust. Das gehört sich nicht. Du bist ein gut erzogenes, du Texo. Ach ja, manchmal glaube ich schon, ich bin ein 50 Jahre. Aber auch nur manchmal. So, mal ganz kurz hier reparieren. Kurz in die Werkstatt gehen. Hi, ja, ich bin schon wieder. Welche Überraschung, nicht wahr? Sie kennen ja ihren Job. Irgendwann muss ich anfangen, Geld dafür zu verlangen. Aber ich darf nicht, von Gesetzes wegen her. Tja, Pech. So. Bitte wäre uns bald wieder, aber nicht so bald. Dankeschön. Kann nichts dafür, dass ich halt so viel kämpfe. So, Route 8. Hier kann man tatsächlich auch ganz gut. Hallo. Hallo, junge Dame. Quizfrage: Welches Pokémon ist zugleich süß, rund und kuschelig? Nächste Frage, bitte. Ah, das ist kein Pokémon. Okay, gut. Mein Fehler. Entschuldigung. Die Antwort war natürlich Pummeluff. Oh, wir können wieder hier Pika-Power machen. Alles steigt. Und jetzt Feuersturm. Wow. Metronom ist so ein Schwachsinn. Diese Attacke ist so dämlich. Sie kann was Geiles bringen, aber was mache ich hier eigentlich? Wieso habe ich eigentlich Duft? Ja, weißt du was, auch wurscht. Komm, hau drauf. Rasierblatt ist ja. Du bist jetzt gebufft, das passt schon. Ja, eben. Yippie! Hör auf, sei nicht so grob zu meinem Pipi. Du wolltest kämpfen. Handynummer vielleicht? Ich habe mein Pokémon-Magazin gelesen, dass Pipi sich in Wickeljam in einen Mondstein gibt, das wohl stimmt. Gut, so für den Thema. Das Flirten üben wir nochmal. Hallo. Ich hatte es schon an die merkwürdigsten Orte verschlagen. Rollenspieler Baldur. Früher waren das Glücksspieler. Ja, früher waren das Glücksspieler. Heute sind es Rollenspieler. Ja, das böse, böse Glücksspiel. Er hat einen Golking, wusste ich gar nicht mehr. Ist Hornbohrer nicht eine K.O.-Attacke? Junge, wenn du mich damit triffst, ne? Ich grill dich. Was zum Teufel? Was hat das für eine Genauigkeit? 50 oder so? Alter, das ist ja wohl ein Witz.
ist ja wohl ein Hohn. Snowy, ich habe Lust auf Grillfisch. Wenn der jetzt wieder Hornbohrer nutzt und trifft, weil der, keine Ahnung, durch sein Level über mir schneller ist, dann mache ich aus. Okay. Der Joy-Con wäre geflogen. Svetbohrer, Level 33. Rollenspieler Baldur wurde besiegt. All meine Erfahrung hat mir nichts genützt. Ja. Was passiert? Du hast mein Duflo getötet. Du Arschloch. Schwester Joy, mein Pokémon ist kaputt. Jetzt so Schild rausgeschlossen. Naja, aber im Ernst, es müsste diesen Schwester Joys eigentlich auf den Zeiger gehen, wenn immer derselbe Pokémon-Trainer reingerannt kommt und eine Viecher heilen muss. Da würde man sich irgendwann die Frage stellen, was macht der mit den armen Pokémon? Sollte man nicht mal den Tierschutz verständigen? In dem Fall den Pokémon-Schutz. Wenn die dauernd ramponiert sind. Eigentlich, wenn man ganz genau drüber nachdenkt, ist Pokémon ein waschechter Tierquäler-Simulator. Ich meine, du hältst diese Viecher, jetzt merkst du ihn von Snowy, in einem kleinen Ball, der keine Ahnung, wie viel Platz innen drin hat. Du lässt sie gegeneinander kämpfen. Und wenn du sie besiegt hast, wilde Pokémon zum Beispiel, dann schmeißt du ihnen zum Dank noch einen Ball an den Kopf, um sie einzusperren und zu versklaven. Ich meine, wenn man darüber nachdenkt, what the fuck? Aber darüber sollte man nicht nachdenken. Denn du scheinst dich mit Pokémon auszukennen, aber wie steht es mit Naturwissenschaften? Also Bio? Ja, geht. Bio und Physik, das geht bei mir. Chemie? Langweilig. Mir zu viel zu trocken. Oh, Gift gegen Gift. ich bin aber auch Pflanze und Gift ist effektiv gegen Pflanze. Also bist du neutral gegen mich und ich kann gegen dich nichts machen. Also, Smetbo! Na, das ist doch nicht wahr! Das ist doch nicht wahr! Psi-Strahl! Hau weg das Ding! Du Florian 35, sehr gut. Der Rest des Pokémon-Teams erhält Blabs. Neue Rechnung 35. Yay. Ha, was für ein Reinfall. Du hast mein Pokémon vergiftet. Ich renne jetzt aber nicht zurück, um mein Pokémon zu heilen. Wir machen die Route jetzt noch fertig und dann gehen wir noch ein bisschen wilde Pokémon fangen, würde ich sagen. Warte mal, da bist du hier ganz falsch. So. Ich verrate dir was, um einen Kampf zu gewinnen, ist eine gute Strategie. Ja, deswegen habe ich gerade mein Pokémon gewechselt. Wenn ich sehe, dass du Vogel-Pokémon trainierst. Oder auch nicht, weil ich doof bin. Scheiße. Ich dachte, das wäre ein Vogeltrainer. Verdammt. Ja, dann Snowy, das war ein Satz mit X. Das war wohl nix. Goku, übernehmen Sie bitte. Spannend. Okay, ja, schön. Tschüss.
Tschüss. Ja, von den Evoli-Entwicklungen mag ich eigentlich nur Aquana und Felinara. Und Psyana. Psyana ist cool. Mimikry. Das ist eine witzige Attacke, aber... Witzig reicht nicht fürs Moveset. Das begreife ich nicht. Monster Hunter Rise. Der ist nur am Monster Hunter Rise suchten. Alter, Asobi. Persönlich kann ja mit Monster Hunter leider nicht so viel anfangen. Ich würde zwar Rise gerne ausprobieren, ich will aber keine 60 Euro ausgeben für ein Spiel, das dann am Ende nur doof in der Gegend rumliegt. Oder gleich wieder verkauft wird. Ich bin halt mehr so der God-Eater-Spieler. Es hat Ähnlichkeiten, ja, weiß ich, aber auch keine so großen. Hat der ein Riehorn? Toll. Es gibt eine bestimmte Attacke, die Snowy unbedingt braucht. Dann wäre sowas für ihn hier kein Problem. Der kann Hornpora, was? Nicht schon wieder? Level 35, der überlebt auch noch. Nein! 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 Oh Gott sei Dank, er hat nicht getroffen. Oh, Hornbrucher Pokémon. Jawohl. Offenbar hat das Glück mich heute verlassen. Auf die alten Tage. So, war hier noch einer oder... Hallo Mädels! Mautz, sie sind so süß! Mautz, Mautz, Mautz! Ja nun, darüber lässt sich streiten, gehöre Hanna. Aber wie im Anime. Tama! Bei der Attacke übrigens, Mowgli, bei der Animation, muss ich jetzt immer an Mortal Kombat denken, an den Film, an den Finisher von Jax. Das war auch... Alter, nee. Das darfst du eigentlich keinem erzählen. Wenn man so richtig schön den Kopf da... Alter, der Film ist eigentlich komplett dämlich. Ja, die Story passt auf den Bierdeckel, aber der macht halt Spaß. Aber auch nur Leuten, die was mit Mortal Kombat anfangen können. Alle anderen werden da sitzen und nicht denken, was? Ich kapier nur die Hälfte. Weil der Film erklärt wenig. Wirklich wenig. Es geht da vielmehr darum, einfach die Fans des Spieleserie, die schon wissen, worum es geht, abzuholen. Und das funktioniert. Aber wenn du halt gar nichts weißt, dann wird dir der Film keinen Spaß machen, weil du einfach nichts kapierst. Oder nur sehr wenig. Und das ist halt immer schlecht. Ich kann dir aber trotzdem empfehlen. Lass das! Was gerade nochmal machen? Willst du mich verarschen, Mautzi? Und Drachenblut gefällt mir aber. Trotzdem wird es Zeit für Schlitzer oder wenigstens mal einen Flammenwurf. Ich glaube, das dauert aber noch Level 38 Flammenwurf. Das ist ja schon ein Glurak. Und Schlitzer müsste 33, glaube ich, sein. Aber bin mir nicht sicher. Miautsch! Ja. Wir zeigen uns gerade gegenseitig unsere Pokémon. Willst du auch mitmachen? Die habe ich schon gesehen. Die sind jetzt ein bisschen kaputt. Göre Layla fordere ich heraus. Ein Pikachu! Ein Pikachu! Los, Pikachu gegen Pikachu! Slam!
Platt gemacht. Snowy kennt keine Gnade. Wie grausam, da ist meine Pokémon doch alle so niedlich. Ja, Mai, ich habe nur Slam genutzt, nichts anderes. Wenn dein Pikachu halt nichts aushält, kann ich auch nichts dafür. So, der letzte. Lernen macht Spaß. Pokémon zu trainieren aber auch. Ja, Lernen kann Spaß machen, nach eigenem Tempo. Den eigenen Lernfähigkeiten entsprechend. Tüftler Otto. Magnetilo, das ist was für Glutexo. Badam, babam, bam, bam. Ich überziehe gerade, glaube ich, ein bisschen. egal. Was soll's, war mal eine längere Folge. Au. Glut. Jawohl. Magnetilo. Alles klar, sieht so aus, sollte ich besser noch ein bisschen die Schulbank drücken. Ah, Scheißspiel. So, aufgeräumt. Wir müssen dann nach links weiter. Nach oben geht's nach Saffron. Das sieht, der kommt aber nicht rein. Halt, Pokéball. Halt, stopp. Da ist ein Glutex hat in den Platz etwas gefunden. Silberne Saranabeere. Ja, die gibt's noch einen golden. Die sind dann besser fürs Pokémon-Fangen. Gut gemacht, Glutexo. Ein Riesenpilz. Kann man schön verkaufen, ja. So, und hier kann man dann Pokémon fangen. Ja, mach mal, komm. Mach ich schon eine Aufnahmezeit voll und dann ist die Folge halt ein bisschen... Pummelöff! Feuerstein! Können wir leider nicht gebrauchen. Das ist ein Taubsi, toll. Noch was Spannendes hier. Ich habe hier mal Radikal gefarmt, das weiß ich. Oh, Abra. Haben wir noch nicht. Nehmen wir mit. Wie, du teleportierst dich weg, dann werde ich sauer. Scheiße! Du bist doch scheiße! Bleib doch mal stehen! Bleib doch mal stehen! Meine Pokebälle! Das gibt's doch nicht, du Sack! Das ist doch nicht wahr! Jetzt aber! Nein! Das ist doch ein Witz! Wie viele Pokébälle hat er jetzt gefressen? Also mal abgesehen von den 50, die ich daneben geschmissen habe. Ja, Leute. Und damit sage ich da mal vielen Dank fürs dabei sein. Ich werde hier offscreen, glaube ich, ein bisschen trainieren. So Level 40 haben. Und dann, ja. Lässt du dich fangen oder bist du auch ein Arschloch? Wenn man es nicht machen müsste für EP, ne? Aber man muss es ja. Oh, 663. Schick, schick, schick. Das lohnt sich, hier eine Kette aufzubauen. Von Radikals. Ja, wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo, da würde mich sehr freuen. Ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal. Euer Schraubsel. Ciao.